Ich freue mich. Herzlich willkommen, Helfried! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Helfried. Vielleicht kurz ein paar Worte zu meiner Herkunft. Ich hatte ja die Gelegenheit, viele Jahre in einer Gesellschaft zu verbringen, die sehr streng antimodern und fundamentalistisch war. Und ich muss sagen, das hat mir nicht geschadet. Sie müssen sich das so vorstellen, die meisten Frauen haben Kopftuch getragen, der Mann hatte das absolute Sagen, die Geburt einer Tochter galt als Unglück, das Wort des religiösen Führers hatte zweifelsohne mehr Gewicht als die Werte der Naturwissenschaft oder der Aufklärung. Bitte? Was heißt islamische Kultur? Ich rede von meiner Kindheit am Lande. Und zwar in Österreich, wenn Sie es genau wissen wollen. Islamische Kultur. Ich bin ja von meiner Tante Hedwig aufgezogen worden, nicht? Und muss sagen, das war auch nicht in mein Honiglecken. Das hat sie mir ja selber gesagt. Ne? Hat immer gesagt, wenn sie nicht so einen starken Glauben hätte, dann wäre einer von uns beiden schon in der Anstalt. Sie hat immer gesagt, wenn man ein junges Geschöpf nur ordentlich hart anpackt, dann wird auch einmal etwas Rechtes aus ihm. Und sie hatte ja nicht nur mich zu erziehen. Es gab ja im Hause auch noch diesen Jagdhund namens Heinrich. Und eines muss ich bitte schon sagen. Ich erinnere mich an keinen einzigen Vorfall, wo meine Tante Hedwig den Hund bevorzugt hätte. Sie hat uns beide immer absolut gleichwertig behandelt. Das rechne ich ihr hoch an. Umso tragischer war es dann, dass ihr geliebter Heinrich eines Tages sonderbarerweise irgendwie in die Selchkammer hineingelangte und aufgrund der dort herrschenden Temperatur leider verdörren musste. Die Umstände, die zu diesem Unglück führten, sind bis heute vollkommen ungeklärt. Ja, ich komme nun aus gegebenem Anlass kurz auf das Thema Unterhaltung zu sprechen. Ich lehne das ab. Ich persönlich möchte bitte sehr nicht unterhalten werden, am allerwenigsten vom Fernsehen. Ja, wie soll ich mich denn mit dem Fernsehen unterhalten? Das ist ja immer einseitig, da kommt ja nichts zurück. Ich warte ja nur darauf, bis man auch noch die Friedhöfe mit Sat-Anschlüssen versorgt, weil die Leute Angst haben, dass sie nach ihrem Dahinscheiden einfach nur so da liegen müssen, ohne Unterhaltung. Wissen Sie, was mich beim Fernsehen am meisten stört? Der Geruch. Wenn man durch so eine Sendeanstalt geht, dann schaut zwar vordergründig immer alles so tipptopp sauber aus, wie in einer Klinik, aber man riecht überall diesen Angstschweiß. Aus jedem Türspalt und aus jeder Ritze kommt dieser Angstschweiß heraus. Diese Fernsehleute schwitzen so viel, weil sie Angst haben, dass sie die Quoten nicht erfüllen können oder dass ihre Sendung abgesetzt wird oder dass eine Kollegin kommt, die jünger ist als sie oder schöner oder noch ein längeres Schwänzchen hat oder was weiß ich, ne?
Überdies ist es ja so, wenn man danach so einer Fernsehaufzeichnung zusammensitzt beim Essen, da war ja oft ich unter 25 Schwuchteln der einzige Repräsentant der Mehrheitsbevölkerung. Das muss man sich einmal vorstellen. Das gibt ja dem Begriff Minderheitenprogramm eine komplett neue Bedeutung. Also summa summarum kann ich Ihnen sagen, ich persönlich finde ein einziges Exemplar meiner Käfersammlung 100-mal unterhaltsamer als die gesamte deutschsprachige Fernsehkomödie. Es wundert mich ja irgendwie, dass noch keiner dieser Terroristen auf die Idee gekommen ist, sich die Fernsehstudios vorzunehmen. Naja, terroristisch gedacht wäre das das einzig Sinnvolle. Weil eines ist klar, wenn man das Fernsehen ausschaltet, dann würde das unsere Gesellschaft sicher mehr erschüttern, als wenn man das Parlament ausschaltet. Herzlichen Dank.